Und es waren also keine gute Lehrer, denn sie haben uns nichts anderes wie zum Teil schikaniert. Und zwar deshalb, weil wir nicht die Pimpfe waren, wie es Kaiser Herr damals, oder die Hitlerjugendkerle waren. Zum Teil waren wir Ministranten in Todtnau. Und da haben wir ziemlich Ärger gehabt mit der Lehre. Und somit ist einer von Lörrach Bürgermeister in Todtnau geworden, der SS-Mitglied war. Das war der Asmus. Und dann wurde also nicht mehr gewählt. Das waren alles andere als gewählte Leute im Gemeinderat, sondern von der Partei bestimmte oder bevorzugte, sage ich jetzt mal. Großeltern und meine Mutter haben ja überhaupt nichts gehalten vom Nationalsozialismus. Da waren wir also schon mal Außenseiter. Da war schön auch ihren Braun, nicht alle, aber die Nicht-Braunen, die am Mund gehalten. Und ich weiß noch, ich kam, das war auch um 44. Ne, wie hieß es? Jahre 44 war ja das Attentat auf Hitler. In der Zeit muss es gewesen sein. Da kam mir der Postmeister entgegen. Das war ja so ein kleiner Weg. Und ich habe irgendeine Äußerung gemacht. Kleine Kinder schnappen viel auf zu Hause und plappern. Und da sagte er zu mir: Dich müsste man ja verhaften. Wir haben Volksempfänger gehabt, aber man hätte alle Sender verlosen, wenn es irgendwie rausgekommen ist oder man ist verschwätzt worden. Dann ist eine Anzeige gekommen, nur gewisse Sender, alle, was zum Krieg von Hitler war, hätte man nur hören, die anderen eigentlich nicht. Wir haben einen Lehrer gehabt, zu den Elsässer-Lehrern ist dann noch einer gekommen. Der war auch Mitglied in der SS. Und von der weg haben sie dann im Marktplatz haben sie eine große Tafel aufgestellt. Und dann haben sie da dieses Hetzblatt, der Stürmer hat es damals geheißen, das haben sie dann da aufgehängt und war also gegen Kirche immer solche Artikel drin, gell, gegen die Kirche und vor allen Dingen furchtbare Karikaturen, gell, haben sie das gemacht. Und da hat halt die Kirche hat dann auch sich gewehrt ein wenig dagegen. Und dann haben sie von Freiburg aus haben die so ein Flugblatt, ähnlich etwas, oder ein Hirtenbrief, wenn man es geheißen hat, haben sie da hergestellt und haben es da dagegen auch aufgehängt, gegen den Stürmer. Und da war damals der Pfarrer Blattmann bei uns da, gell, und der hat eine Druckmaschine gehabt im Keller. Und die Druckmaschine hat man von Hand bedienen mit so einem Triebel dran. Und die Freiburger sind dann gekommen und haben das, die haben es müssen von Hand machen alles. Und haben in dieser Druckmaschine haben sie die Flugblätter gedruckt. Also der Blattmann hat aber mit den ganzen Flugblättern nichts zu tun gehabt. Die sind die Freiburger gewesen. Und da haben sie es nur hergestellt und haben es durch die Druckmaschine gelassen. Und das ist, irgendwann ist das dann einmal verordnet worden. Und dann haben wir schon einen Tag Gestapo gekommen bei Nacht und Nebel und haben diesen Pfarrer Blattmann verhaftet und haben ihn dann fort. Gell? Also, wir haben uns müssen in Acht nehmen, wenn wir schwätzen. Wehe, da hätte schon etwas gesagt, dass der Sell und der Sell noch mehr gehabt hat daheim als wir du. Oh, 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 da ist es still, da waren wir still. Wir mussten dann im August 1944 weg, sind wir geholt worden, von der Schule weg praktisch, nach Frankreich zum Schanzen. Was heißt Schanzen? Wir mussten Schützengräben bauen oder helfen, Panzersperre machen. Und zwar in der Westvogese waren wir, in Geronimo und in La Presse, hauptsächlich in La Presse. Das ist mir heute noch ganz gut in Erinnerung. Vor allen Dingen, wie wir dann den Kanonendonner gehört haben, haben sie uns dann nachher wieder abgezogen. Und
auf dem Rückweg in der Nacht haben sie uns weggekarrt mit LKW über die Vogeser rüber nach Thann. Und in Thann stand dann ein Zug, mit dem sie uns wieder so Richtung Mühlhausen transportierten. Und in der, auf der einen Strecke, das war ziemlich im Freien, war am Morgen oder am Vormittag, sind wir angegriffen worden von den Jabos. Und da haben wir das erste Mal gehört, wie es um uns herum knallt hat. Und dann haben sie den Zug stehen lassen, Lokomotiv abzogen und wir konnten in den nächsten Wald und eben mussten dann nachher zu Fuß wieder weiterlaufen. Ich musste ja für die Rüstung schaffen. Und auch sonst, also meine Mutter hat in Hamburg noch eine Aufforderung gekriegt. Sie sind zum Feuerwehrmann ernannt. Dann hat meine Mutter gesagt, sie hat ein kleines Kind, das geht nicht. Das kann sie nicht machen. Dann hat sie wieder Post gekriegt. Und die Deutschen haben ja für alles einen Begriff. Es wird alles so wenig verniedlicht. Sie sind ab heute Laienhelferin. So. Also alle waren beschäftigt mit den Nazis. Er hat später mal gesagt, das wäre eigentlich nur eine Beschäftigungstherapie gewesen, dass alle in der Nazi-Zeit etwas zu haben und meinen, sie bringen etwas für den Endsieg. Also ich habe mal wahrscheinlich zu einem Geburtstag einen Teddybär geschenkt gekriegt. Und dann an der Weihnacht 1942 muss es gewesen sein, ist der Teddybär mit so russischen Filzstiefeln unterm Baum gelegen. Und der hat mein Vater aus dem Krieg, der war ja in der Ostfront, hat er die Stiefel mitgebracht. Und später hat meine Mutter mir erzählt, wo der Teddybär herstammt. Da hat sie mir gesagt, einmal in der Früh ist ein aus dem Haus gekommen, hat geschellt und hat meiner Mutter den Teddybär gegeben und gesagt, sie haben doch einen kleinen Bub, wir werden jetzt abgeholt. Und dann waren sie weg für immer.